Leute, wir sind jetzt in Frankfurt in der Innenstadt. Hier ist die Abstand. Hölle los, nicht? Wir gehen jetzt was frühstücken mit dem lieben Tala und der lieben Jansu. Ich schau aus wie ein... Meine Habibis sind wieder da! Leute, wir haben uns jetzt was Leckeres geholt. Und jetzt gehen wir am Rhein essen, ich und Jansu. Die Jungs haben es nicht ausgehalten, aber wir wollen mit Location essen. Einfach gar nichts offen am Sonntag hier in Frankfurt. Haltet euch fern von Frankfurt am Sonntag. Ich schwör, einfach krass, Leute. Aber man merkt gleich wieder Deutschland, alles hat einfach zu. So Leute, von Dubai zu Carmine Jansu, hier am Rhein, A4 Dosen. Ey, das erinnert mich auch gerade an Dubai. Schaut die Hochhäuser, ich bin immer noch in Dubai. So Leute, wir sind jetzt hier, ich glaube, das ist der Rhein. Moment, ich blamier mich mal nicht, ich schau mal kurz auf die Karte. Der Main, sorry. Die Mädels essen. So, wir haben jetzt einen Zwischenstopp in Würzburg gemacht, kurz was gegessen. Hier bei Alibaba. Das soll ein krasser Dönerladen sein. Jetzt holen wir uns schnell noch was Süßes. Und dann ab nach Nürnberg. Schlafen. Teile. Wir machen unser Ritual von Dubai natürlich weiter. Wir werden weiterhin fett und fett und fett. Und essen jetzt auch noch Crepes. So Leute, wir haben jetzt uns so diese Crepe-Rollen geholt. Ich zeige euch mal, wie das aussieht. Die Jansu hat das hier jetzt so mit so einem Matcha-Teig. Da ist in der Mitte so eine riesen Erdbeer. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Sahne, so eine leckere Creme. Sieht so zuckerpappsüß aus, aber ist es überhaupt nicht. Schmeckt wirklich lecker. Aber ich kriege jetzt eins, was einfach nur mit Nutella ist und Nüssen. Ich hab so Leute, meins sieht so aus, ja. Richtig lecker. Jetzt werde ich versuchen, Abdu zu zwingen, mitzuessen. Schatz, sagst du einmal, beim zweiten Mal bricht eine Nase. Okay, ich zwing dich. Ich bin da, keiner kann deine Nase brechen. Oh, mein Bruder. Schatz, dann hat zwei Nasen. So Leute, herzlich willkommen zu einem erneuten Vlog. Wir filmen jetzt aus Nürnberg wieder. Genau, wir sind endlich angekommen. Unsere Freunde sind so lieb und haben uns direkt was zum Frühstücken reserviert. Und da gehen wir jetzt hin. Genau, einen Tag später. Heute ist Montag, Feiertag. Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank, Alter. Wir haben so, ich habe diesen Feiertag so gebraucht. Der kam ja, wie bestellt auf jeden Fall. Oh, das ist unser Hansi mit seinem neuen Auto. Das ist der neue Wagen vom Hansi. Tala, Glückwunsch, Bruder, nochmal. Auf jeden Fall danke nochmal, dass du uns gestern abgeholt hast mit der Jansu. Mach mal einen Soundcheck, komm. Das war scheiße. Der hat jetzt unsere ganze Nachbarschaft aufgeweckt. Tala, wir sind in der Wüste mit einem Psychopathen gefahren. Der ist mit einem Jeep Berge hoch und runter gerutscht. Deswegen, nein, ich sag nur, Bro, mir wird schlecht. Fahr korrekt. Friends, wir sind angekommen. Hier, es nennt sich Adams Restaurant. Leute, es ist so schlimm, wieder die FFP2-Masken hier tragen zu müssen. Hier Adams Restaurant. Wir haben hier draußen einen Platz auf der Terrasse. Auf jeden Fall sehr schön hier am Wasser. Also Leute, ich fühle mich gerade so, als wäre ich in der Türkei, hätte irgendwo kurz mit meinem Freund angehalten, um Gösle mit zu essen und Chai zu trinken. So fühle ich mich gerade. Schaut mal, wie schön. Über was regst du dich auf? Wieso die Leute uns so blöd anschauen? Ja, sollen die doch. So, die liebe Asena ist jetzt mittlerweile auch da. Sag hallo, Asena. Hallo, Leute. Und sag jetzt wieder tschüss, weil ich drehe die Kamera weg. Und tschüss. Also, wir sitzen jetzt hier im wunderschönen Wald. Wir genießen jetzt den Wald. Genau, wir genießen die Sonne. Wir haben uns jetzt Frühstück bestellt. Jetzt müssen wir mit Jacken hier sitzen und so, aber besser als nichts. So Leute, es ist jetzt schon mal Pide und Lahmacun angekommen. Es kommt gleich der Rest und wir haben so Hunger, dass wir jetzt direkt reinhauen. Sieht sehr, sehr lecker aus, Leute. Es ist endlich alles da. Wir haben da jetzt Chai und jetzt seht ihr gleich unser Ausblick nochmal. So schön, da kann man nur zur Ruhe kommen. Wir spielen jetzt alle gerade ein Spiel, dass wir raten müssen, wer sich welche Zahl denkt. Eine Zahl zwischen 1 und 11. Ja. 6. 9, Bruder. Komm, denk du? Wir nehmen mal jetzt die 6 um.
Was kommt raus? Oh, das. Ach schon. 1 und 11. Hab ich. 2. Ja. Okay, komm. Ich schwöre. Was hast du? Aber wir haben uns jetzt natürlich Standard türkischen Kaffee bestellt. Ihr wisst, ohne geht nicht. Was machen wir denn? Hier lang, hallo. Heute! Schneller werden! Peter und Hansi machen jetzt Wettrennen. Heide! Hasana rennt mit! Ich renne auch mit. Okay, Heide! 2, 3! Oh mein Gott! Peter! Ah! Wir werden jetzt ein Interview von unserem Gewinner haben. Herr Garabi, wie haben Sie sich dabei gefühlt? Also ich muss sagen, das war keine Konkurrenz für mich. Ich habe einfach nur, ich bin spaziert. Ein Hooligan! Ein Hooligan! Danke Security, weiter geht's. Eine kleine Panne, es tut uns sehr leid. Ja. Herr Garabi, wir haben Sie unterbrochen. Ich habe jetzt keine Zeit mehr für sowas. Hallo. Der kommt jetzt raus, ja? Okay. Also wieder, danke für alles, war sehr schön. So Leute, unsere Pfandflaschensammlerin Güschach ist gekommen. Die sollte natürlich auch gestern dabei sein, aber ich will ja nichts sagen. Ich will auch nichts sagen. Auf jeden Fall bringen die mich jetzt zu meinem Bruder. Ich werde jetzt Gott sei Dank endlich meine Neffen wiedersehen. Ich bin so, so glücklich. Ja, und danach sehe ich auch gleich meine Schwester und meine Mili. Ich bin richtig happy. Okay, Leute, ich bin da. Ich bin richtig aufgeregt, meine Kinder zu sehen. Hallo! Erdice Mirnende! Emi Neffe! Hallo, Jim! Erdice Mir! Kannst du gelmedi mi? Hayır, gelmedi. Sen mi geldin? Gelmedin. Kaçarsın. Hayır. Sen eve mi gideceksin? Sonra. Oh, çok özür dilerim. Baba, bu ne? Erdin Çemir, ne oldu? Öyle mi? Öyle mi güzel çocuk, öyle mi? Das ist krass. So Leute, jetzt ist auch meine Schwester da zum Abholen. Ich habe mich so erschrocken. Hallo Schatz! Mein Baby! Was ist das hier eine Suche für mich? So, der liebe Schickri und ich gehen jetzt die Pizza abholen. Auf jeden Fall, Leute, diese Pizzeria ist unter unserer Wohnung und ist sehr leckere italienische Pizza. Also ich kann euch diese Pizzeria auf jeden Fall empfehlen. Traditionell italienische Pizza mit Steinofen. So Leute, unsere Ausbeute. Lecker. Wir waren leider nicht einkaufen und deswegen hätten wir auch nichts kochen können, aber wir hätten ehrlich gesagt auch keine Lust gehabt. Wir haben uns jetzt lecker Pizza bestellt. Schmeckt's, Mila? Das wissen ja. Die beide schon. Sag. Guten Appetit, Frau Schmid. Käsekuchen. Und wo war die Asiane jetzt? In Dubai. Bravo! Und hast du sie vermisst? Ja. Mach mua. Abonniert meine Asiane. Allahum, Allahum. Schmeckt's? Lecker. Frag mal mich, ob es schmeckt. Schmeckt's? Kawasaki, let's go. Okay, das ist die Asiane. Das hast du so toll gemacht! Oh! Danke auf jeden Fall, dass ihr so eine Tochter habt. Servus Leute, ein neuer Tag.
Wir haben jetzt einiges geschafft. Soll ich die Gardinen zeigen? Wir haben heute die Gardinen aufgehangen, endlich mal. Und wenn dann die Roomtour kommt, seht ihr die auch. Jetzt hat Asya Essen gemacht. Hier so marinierte Kartoffeln. Hier auch mit einer anderen Marinade. Champignons mit Aioli. Halbes Hähnchen. Noch ein halbes Hähnchen. Guten Appetit! Also, meine Mutter und meine Schwester sind jetzt zum Kaffeekuchen gekommen. Asya hat ihr Gebäck gemacht, sie zwingt mich das zu essen. Asma! Ich hab gleich die Kaffee verpostet. Dich zeigen wir dich im Internet, Mami. Bist du dafür? Auf jeden Fall, Asya zwingt mich das Gebäck zu essen. Ich bring's jetzt hinter mich, mach den Test. Warum zeigst du mich aber auch? Schmeckt gut, ne? Es schmeckt irgendwie. Schmeckt mir voll gut. Ja, was ist das? Das ist Schokolade. Da hat, glaube ich, in das Plätzchen geschissen. Er ist schon rot angelaufen, weil er schwer rot ist. Weil es trocken ist, aber es ist lecker. Asya war gut. Ich habe die besten Schwägerinnen auf der ganzen Welt. Danke. Der fuffelt so oft und so viel. Ich schwör sein ganz auf Finger. Ich schwör wirklich. Der hat da noch so gedreht. Der ist so. Fragt euch, woher hast du das blaue Auge hat? Das ist schon links weg ab. Jetzt hört euch mal die richtige Geschichte. Es war eines Tages, sie hat geschlafen. Und ich hab gemerkt, es war eines Tages, sie hat geschlafen. An einem Tag hat sie mal geschlafen, ne? Das war um 6 Uhr in der Früh. Und 6 Uhr in der Früh ist schon Putzzeit für Asya. Sie ist um 6:01 Uhr aufgestanden erst. Und das musste bestraft werden. Mit einem. Geben, Digga. Ich weiß nicht, wie die Küche da lauft. Natürlich nichts. Ich bin für Frauengewalt. Schwester, sonst würde keiner mit dir sein. Ey, sei mal ehrlich. Sing mal ernst, sing mal ernst. Nein, nein, die nimmt nicht auf. Okay, ich mach aus, komm. Im Auto, wenn ich das singe, man denkt echt Nico Santos. Ich hat er so eine bodenständige Frau und nicht eine, die ihn grundlos für alles pusht. Sonst würde er heute noch in DSDS mit der Mama. Ich wache auf mit Nackenhängen, in das Suite für Präsidenten, die Taschen voller Valide Hände. Mama, yeah. Das war gut. Das war gut. Und hör, du musst mein Auto hören, Alter, wenn ich es richtig fühle. Jetzt brauchst du eigentlich nicht mehr fühlen. Ja, vielleicht passiert noch was Spannendes, ja genau. Die Show ist vorbei. Geh nach Hause, schlaf hin. Nicht mit den Schuhen. Geh zu Hause. Ich bin dabei, Seilspringen zu üben. Schaut zwar noch ein bisschen weiblich aus, aber... Das war schon die erste Mal. Die Show ist Zeit, glaube ich, zu sein. Was? Digga, was? Was? Die ist voll schnell. Also, das ist ein Mensch. Meine Schwester Numasia und ich spielen jetzt halt Stadtland Fluss. Denkt euch nichts, ich hab mich selber rasiert, die Koteletten sehen mega scheiße aus. Die liebe Asya macht 10 Tage im Laden. Mit Ansage, ich werde gewinnen. Kampfansage? Wetten wir um Geld? Ja. Okay, wie viel? Jeder legt 2 Euro. Jeder legt 10 Euro. 10 Euro. Legt dir mal was aus. Jeder legt 10 Euro. Sag eine Kampfansage. Wer abschaut, kriegt, egal, auch wenn er gewinnt, keinen Cent. 7 Runden, alles klar. Bis gleich, Leute. Ciao. Okay, Leute, wir sind jetzt fertig. Ich weiß nicht, warum die ihre Punkte noch zusammenzählen. Das ist mein Ergebnis. Warte kurz, bitte. Hallo. Wer hat gewonnen? Schaut es euch an. Asya hat 360, Asma 235, Asya 290 und ich. Also. Fühl dich krass, fühl dich krass. Nein, Spaß, das ist natürlich gar nichts. Hätte, wenn er verloren hätte. Ihr seid alle schuldenfrei. Leute, ihr wisst Bescheid, um 1 Uhr in der Nacht darf der Mitternachtssnack natürlich nicht fehlen. Ich habe hier Hähnchenstreifen angebraten mit Teriyaki-Soße und ein paar kleine Cherry-Tomaten. Und hier deftige Portion Reis. Asya freut sich auch aufs Essen. Ich mache das jetzt hier fertig und dann sehen wir uns beim Essen wieder. So, Leute, so ist das Essen angerichtet. Reis mit Hähnchen und Teriyaki. Und hier noch Knoblauchjoghurt. Danke, Abdi.
Gerne, doch. Leute, immer wieder und immer wieder passiert es uns. Sorry, aber wir haben leider wieder mal nicht den Schluss gedreht. Genau, den holen wir jetzt nach. Auf jeden Fall, wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst es gerne einen Daumen nach oben. Kommentiert das Video, liked und folgt uns auf Instagram. Danke für eure Unterstützung, Leute. Wir haben euch lieb. Danke nochmal für den krassen Support. Eure Alvin Eis. Ciao.